Herzlich willkommen zum nächsten Stuben Basic Nummer 3 mittlerweile. Heute geht es um die Agenten, um die Rollen, die es gibt, um deren Aufgaben und die Frage, welcher Agent passt eigentlich zu mir, wenn ich neu anfangen möchte? Hüpfen wir nun direkt in die Agentenauswahl. Wir nehmen uns natürlich Brimstone als Beispiel. Dieser ist, Achtung, ein Controller. Was sind also die Aufgaben eines Controllers? Controller sind dafür da, um eben heiße Bereiche, in meisten Fällen sind das eben Bombspots, die Sicht der Gegner zu verringern und Zeit zu schinden. Einige der Controller haben auch noch ein paar unterstützende Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Stim-Beacon vom Brimstone oder auch die Flash beim Omen. Kommen wir nun zu den Sentinels. Was sind denn die Aufgaben von diesen Kandidaten? Sentinels sind sehr, sehr gute Defensivspieler, können also oftmals Spots gut halten mit ihren Fähigkeiten, können aber genauso gut auch die Flanks und Rotation im Auge behalten und oftmals auch Informationen beschaffen. Nächste Rolle auf der Liste sind die Initiator. Ich sag immer, es sind die Spielmacher. Es sind diejenigen, die die Duelisten ins Spiel bringen, die beispielsweise Bereiche aufdecken können, die von den Gegnern gehalten werden oder aber die entscheidende Flash geben können, um das ganze Spiel oder die Aktion dem Duelisten zu vereinfachen. Vergleichbar mit eben dem Spielmacher auf dem Fußballfeld, mit demjenigen, der die entsprechende wichtige Flanke gibt. Zu guter Letzt haben wir noch die Duelisten. Die müssen auf dem Scoreboard natürlich immer ganz oben stehen. Nicht, denn das ist der Irrglaube, den viele haben. Die eigentlichen Aufgaben eines Duelisten bestehen darin, Informationen zu bekommen und Raum zu schaffen. Wenn man noch ein ganz besonders guter Duelist ist, stiftet man beim Gegnerteam für Verwirrung und sorgt für Chaos. Sicherlich, das Skillset, das ein Duelist mit sich bringt, ermöglicht ihm natürlich, viele Kills selber zu bekommen, aber das ist nicht die Hauptaufgabe eines Duelisten. So, jetzt kennen wir alle Agentenrollen und deren Aufgaben, aber wen picke ich denn nun? Das ist eine Frage, die dir keiner beantworten kann. Am Ende hilft nur viel Spielen und viel Ausprobieren. Und sobald man einen Pool von verschiedenen Agenten, Rollen, gefunden hat, sollte man auch trotzdem immer alle anderen ausprobieren, um zu wissen, was der Gegner eigentlich so kann und wie man ihn am besten ausspielt.